Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Victoria 3 mit Sardinien Piemont hier im Let's Play um Italien, mehr oder weniger. Und ich möchte euch gleich zu Beginn was Spannendes zeigen, denn wir erforschen ja selbst Technologien, wo wir den Fokus setzen, aber bestimmte Techniken oder Technologien können wir auch bekommen, die können sich in unserem Land ausbreiten. Darüber werden wir hier unten rechts informiert, zum Beispiel intensiver Ackerbau breitet sich bei uns aus. Also manchmal, wenn Nationen in die Nachbarland schon diese Technologie haben oder erforschen, kann die sich zu uns ausbreiten. Okay, wir lassen jetzt erstmal ein bisschen die Zeit laufen. Wir haben beim letzten Mal sehr viele Entscheidungen getroffen. Wir haben hier überall ein positives Plus. Das ist erstmal sehr wichtig tatsächlich. Wir dürfen hier nicht ins Minus geraten bei Bürokratie, Autorität und Diplomatie. Was mich noch ein bisschen besorgt, ist unser Geld. Da müssen wir uns mal was überlegen, auf jeden Fall. Hier gibt es immer sehr viele Infos. Das meiste ist aber eher unwichtig für uns normalerweise. Deswegen können wir das eher noch ignorieren. Ich würde jetzt schon gern in ein Plus kommen. Jetzt ist die Frage... Wobei, wir haben jetzt hier noch temporäre Landesausgaben wegen unseren Bauwaren. Wenn die Gebäude abgeschlossen sind, würden wir ja ins Plus kommen können. Klar, wir haben immer noch die teuren Regierungswaren, mangelnde Besteuerungskapazität, da arbeiten wir ja dran. Ich hoffe, dass das auch uns ein bisschen was bringt, wenn wir jetzt dieses Regierungsgebäude bauen. Das dauert aber noch 43 Wochen, also eine ganz schön lange Zeit tatsächlich. Deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Oh, hier haben einige jetzt, oder Preußen hat auf jeden Fall ein politisches Interesse an Italien bekundet. Ja, das ist ja auch mal interessant zu wissen. Okay. Sehr schön. So... Ihr seht hier oben rechts, Samstag, Nachmittag, Abend, Nacht und so weiter. So gehen die Tage Stück für Stück voran. Oh, ich bin ja echt hin und her gerissen, ob wir nicht mal die Steuern erhöhen sollten. Eine Zeit lang einfach, um ein bisschen Reserven aufzubauen. Also, dass wir auch wirklich mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Das wird natürlich unseren Lebensstandard senken. Ach, ich bin hin und her gerissen. Ob wir nicht noch was anderes... Oder eine Verbrauchssteuer und dafür ein bisschen Autorität ausgeben. Ich bin immer noch bei den Dienstleistungen. Für 200 Autorität ist das das, was am meisten bringt und uns ein bisschen wenigstens ins Plus bringen könnte. Wir machen mal auf Dienstleistungen eine Verbrauchssteuer. Damit sind wir immerhin wenigstens schon mal im Plus, was sehr wichtig ist, denn wir möchten, das ist unser klares Ziel, Goldreserven ansammeln, aber wir haben eine Grenze an Goldreserven. Oh Gott, die ist ja relativ niedrig für uns, weil wir so eine kleine Nation sind, und zwar nur 655.000. Denn danach, wenn wir danach noch Plus machen, also mehr Geld verdienen, als wir ausgeben, dann ist das tatsächlich schlecht für unsere Wirtschaft. Das ist hier super, anders und spannend gemacht in Victoria 3 als in Victoria 2. Wir sammeln hier nicht einfach unser Geld an. Das können wir zwar machen als Goldreserve, aber je mehr Gold wir im Land haben, desto höher ist sozusagen die Inflation aufgrund unserer Goldreserve und so schlechter für die Wirtschaft. Also ein bisschen Goldreserve ist gut. Wir sollten unser Maximum auf jeden Fall erreichen. Und wir sollten aber deswegen dann langfristig nicht übermäßig Plus machen. Aber das können wir dann auf jeden Fall in den Griff bekommen. Es ist jetzt erstmal gut, dass wir Plus machen, dass wir somit keine Kredite aufnehmen. Wir haben auch ein Kreditmaß, was wir nutzen können. Das können wir uns ja auch mal kurz anschauen. Das sehen wir, glaube ich. Jetzt muss ich mal gucken. Hier sind die Schulden. Genau, maximale Kredite in Höhe von 1,38 Millionen sind möglich. Ich glaube, danach müssten wir uns am Bankrott erklären. Also wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Ganzen. Wir sind jetzt Rang 20 der Welt. Ich glaube, wir sind sogar abgestiegen, oder? Wir waren doch am Anfang Rang 19. Das ist natürlich gar nicht so leicht, jetzt hier aufzusteigen. Wir schauen uns das mal an. Wir sind hier. Wir sind eine Kleinmacht. Und ab Rang 15 würde man eine Mittelmacht werden. Das muss unser absolutes Ziel sein. Wir müssen Japan hier und Ägypten und so weiter übertrumpfen. Wir müssen eine... Ja... eine Mittelmacht werden, wenn wir unsere Ziele in Italien vollführen möchten. Ich möchte jetzt gerne hier mal noch meine Politiklinse nutzen, um Erlasse auch zu nutzen, denn wir haben Autorität zuhauf und die sollten wir auch nutzen. Wir brauchen dringend mehr Bevölkerung. Deswegen machen wir mal die grüne Graskampagne, die kostet uns 100 Autorität, erhöht den Zuzug nach Piemont. Ich denke, das lohnt sich am meisten. Wir könnten auch noch Savoyer machen. Wo ist denn die größte Bevölkerung noch, wo dann auch am meisten Leute vielleicht kommen können? Hier haben wir jetzt 465.000. Hier in Sardinien. Okay, dann machen wir nochmal grüne Graskampagne auch in Sardinien. Dann haben wir nochmal eine Rohstoffförderung. Wir könnten auch die Landwirtschaft etwas stärken durch... Warte mal, durch Getreide. Wir brauchen ja sowieso mehr Getreide, haben wir doch, glaube ich, gesehen. Jetzt schauen wir nochmal schnell. Gebäude. Kann ich hier sehen, wie viel Getreide ich produziere? Weizenfelder, 0 von 1.
Weizenfelder 5. Ja, ich gehe mal davon aus, im Piemont werden wir... Hier sind aber auch 3. Aber ich gehe mal davon aus... Ah, sehe ich irgendwo die komplette... Steuerung, Ausgaben, Ausfuhr, BIP. Also ich sehe nicht direkt, glaube ich, wie viel Getreide ich produziere. Aber durch Weizenfelder kann ich das ja einschätzen. Deswegen machen wir doch mal Landwirtschaft fördern in Piemont noch. Und dann könnten wir noch den Straßenerhalt machen. Aber ist ja so wichtig, Infrastruktur und staatliche Baueffizienz. Ja, ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Wir können das ja jederzeit wieder abbrechen. Wir machen immer noch Plus bei der Autorität. Ich möchte auch nicht viel weiter runterkommen, denn das ja, senkt auch die Erlassungszeit. Das ist schon gut, dass das erstmal so ist aktuell. Wie ihr seht, verbessern wir hier die Beziehungen, wie es auch geplant ist. Langfristig würden wir sehr gerne mit Frankreich wenigstens einen Defensivpakt schon mal gründen, aber da sind wir minus 51, beim Bündnis bei minus 62, da sind wir noch sehr weit entfernt. Und ich würde eben gerne langfristig schauen wollen, dass wir Zollunion, dass wir die Leute in unsere Zollunion gründen können, einladen können. Aber die haben alle noch so eine negative Meinung von uns. Der Kirchenstaat auf jeden Fall. Ja, und hier haben wir dieses Schutzbedürftig, weil wir einfach noch zu schwach sind. Aber durch unsere Erlasse versuchen wir das alles ein bisschen zu verbessern. Wir machen jetzt auch schon wieder mehr Plus hier. Was erstmal sehr positiv ist. Wir sind auch wieder Rang 19 geworden, das ist auch gut. Unser derzeitiges Prestige 86. Der Rang ergibt sich durch den Vergleich des Prestige mit anderen Ländern weltweit. Prestige entsteht hauptsächlich daraus, wie eindrucksvoll die eigene Wirtschaft ist, was wiederum durch das eigene Bruttoinlandsprodukt angegeben wird, wie viel Machtprojektion das eigene Militär erzeugt und durch den Landesrang. Auch andere Faktoren wie Kunsthochschulen, Monumente und Weltspitze bei der Produktion einer bestimmten Ware sein zu können, hat darauf Auswirkungen. Okay. Langfristig könnten wir das also nochmal pushen, indem wir zum Beispiel auch eine Kunsthochschule bauen, aber die wird wahrscheinlich relativ viel, ja, die kostet, die braucht Papier und die wird auch im Unterhalt wahrscheinlich nicht so ganz billig sein, schätze ich mal. Ich meine, wir bauen ja gerade eh sehr viele Sachen. Eine Kunsthochschule. In Sardinien baue ich, baue aktuell eigentlich überall Dinge. Wir haben hier unten dieses kleine Piemont Provence. Kann ich da Sachen bauen? Wir haben hier ein Fischereilager. Aber hier kann ich jetzt zum Beispiel eh keine Kunstschule bauen. Schauen wir mal bei Piemont. Kann ich das hier theoretisch? Ja, hier könnte ich eine Kunstschule bauen. Aber hier auch prognostizierte Einnahmen sind eher sehr schlecht. Es gibt auch nicht genügend Bevölkerung, um dieses Gebäude vollständig zu besetzen. Wie würde denn das ausschauen? Oder wie sieht das an sich aus? Hier. Investitionsfonds. Verfügbare Arbeiter. Also hier, für sowas sind die Bauern auf jeden Fall verfügbar. Das ist alles sehr positiv. Oh, schaut mal hier. Es gibt nicht genügend Pops mit der Qualifikation, dieses Gebäude vollständig zu besetzen. Aber unser Holzfällerlager würde scheinbar positive Einnahmen prognostizieren können. Und zwar 0,30. Dann würde ich das doch mal favorisieren, auch noch ein Holzfällerlager zu bauen in Piemont. Als einen der nächsten Schritte, dass wir hier auf jeden Fall mal ein Holzfällerlager haben. Denn wenn mal irgendwas auf jeden Fall Plus macht, sollten wir das durchaus nutzen. Hier gibt es auch angeblich nicht genügend Pops, aber Bauern müssten wir doch haben. Also wir haben halt wahrscheinlich nicht genügend Arbeitslose, die dann zur Verfügung stehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Langfristig brauchen wir auf jeden Fall noch Eisenbahnen. Wieso kann ich jetzt hier zum Beispiel keine Eisenbahn bauen? Fehlt mir da eine Technologie? Vermutlich, oder? Die wird wahrscheinlich noch kommen mit der Zeit, die Eisenbahn, die Technologie dafür. Machen wir ein bisschen schneller hier. So. Keine Preisänderungen. Das müssen wir auch immer im Blick behalten, ob sich irgendwas ändert. So, die Beziehungen nehmen weiter zu. Das ist alles gut soweit. Aber solange wir hier nicht auf irgendwo herzlich sind, können wir eben nicht dafür sorgen, dass sie in unsere Zollunion wechseln. Sie würden es nämlich gerne machen. Okay. Keine Änderungen. Okay, alles klar. So, wie sieht's jetzt aus? Jetzt ist bald... Was haben wir denn hier? Wir haben unser erstes Event. Die Events werden immer hier rechts oben oder hier unten auch auf der Karte angezeigt. Ein Körnchen macht. Das Getreidegesetz. Unser Zoll auf Getreideimporte hat den Landbesitzern großen wirtschaftlichen Einfluss verschafft, den sie wiederum nutzen, um ihren Einfluss auf die piemontesische Politik aufrechtzuerhalten.
Es ist ja schön und gut, über Wirtschaftstheorie zu debattieren, doch wir dürfen unsere Augen auch nicht vor der Realität verschließen, die diese Theorie hervorbringt. Das Versprechen, dass die Getreidegesetze die Interessen Sardinien-Piemonts schützen würden, klingt zunehmend leer. Stattdessen scheinen sie die Interessen einiger weniger Bürger zu schützen. Es stellt sich unweigerlich die Frage, wie viele andere Gesetze genauso sind. Okay, erhält Hebelwirkung des Getreidegesetzes. Eine deutliche Stärkung, politische Stärkung der Aristokraten. Die werden dann aber auch loyalistischer. Oder eine besorgniserregende Entwicklung. Plus 20% politische Stärke für die Aristokraten. Ich würde sagen, jedes Land braucht eine Aristokratie. Wir sind noch sehr adelig. Wir werden den Adligen noch ein bisschen Macht geben. Hoffen wir mal, dass das nicht zu problematisch ist. Apropos, was ist mit den Gesetzen? Da können wir nach wie vor kein Kolonialamt machen. Wie sieht's denn Schulen? Wir brauchen ein Schulsystem eigentlich. Am besten öffentliche Schulen, aber da gibt es kein Interesse dafür. Wir könnten höchstens Kirchenschulen vielleicht einführen. Das Problem ist, Kirchenschulen... Gut, die bringen immerhin 10% Bildungszugang. Bekehrung, wir haben halt nur Katholiken hier, deswegen das wäre eh nicht so wichtig. Das würde uns allerdings 34 Bürokratie kosten. Aber niemand will halt die öffentlichen Schulen haben. Wir sind schon sehr konservativ hier. Das merkt man. Wir sind nicht so offen, was solche Gesetze angeht. Aber wir könnten die Kirchenschulen einführen. 14% Chance darauf. Haben wir noch irgendwas anderes, was wichtig ist? Wir haben auch noch kein Gesundheitssystem. Aber das würde uns wahrscheinlich auch Geld kosten, oder? Das würde die Sterblichkeit schon mal senken, was an sich ja eine gute Sache ist. Das hier können wir aus irgendeinem Grund nicht machen, nicht Teil unseres Gesetzes. Wahrscheinlich, ah ja, da brauche ich noch Pharmazeutika. Ich würde vorschlagen, dann versuchen wir eine öffentliche Krankenversicherung irgendwann einzuführen, wenn wir Pharmazeutika vielleicht haben. Und nehmen erstmal den Fokus noch auf das Schulsystem. Örtliche Polizeidienststellen haben wir. Wir haben kein Amt für Inneres. Die Frage ist, da ist scheinbar auch aktuell noch niemand dran interessiert. Wieso eigentlich? Wieso kann ich das nicht machen? Die Wahrscheinlichkeit ist bei 0%. Bin mir nicht ganz sicher, wieso. Okay, Erbverwaltung, Staatsreligion. Zensur, keine Leibeigenschaft haben wir. Okay, dann machen wir doch jetzt erstmal... Versuchen wir mal... das Schulsystem ein bisschen aufzubauen. Machen wir mal wenigstens Kirchenschulen. Wir müssen dringend diese niedrige Alphabetisierung erhöhen. Das ist ja wirklich traurig. Bei irgendwas 24% oder so war die. 11.000 Radikale, das ist relativ wenig, die wir aktuell haben. Sehr schön. Unser Lebensstandard ist Rang 68, Rang 70 weltweit. Also unser Lebensstandard ist nicht sehr gut. Muss man mal überlegen. Wir sind Rang 19 der Welt, aber haben nun einen Lebensstandard von Rang 70, 72 der Welt. Der wird auch immer schlimmer, weil alle verarmen. Das Problem ist, ich kann jetzt die Steuern nicht weiter senken, ohne ins Minus direkt zu gehen, nicht wahr? Ja, das wäre direkt ein Minus von 3.700. Zu hoch. Wenn wir mal irgendwie über unsere Goldreserven gekommen sind, dann können wir darüber reden, dass ich hier mal Steuern wieder senke. Dann wäre das ja möglich. Okay, wir machen mal ein bisschen schneller, weil aktuell passiert nicht sehr viel. Hier versuchen wir jetzt die Kirchenschulen zu bekommen. So. Kirchenschulen. Immer eine Erfolgschance von 14,5%. Immer wenn dieser Radius einmal rumtickt, eine Chance, dass dieses Gesetz verabschiedet wird, mehr oder weniger. In unserem Oberhaus, könnte man sagen. Oh, jetzt schaut mal, wir machen gerade richtig viel Plus. Das ist doch eine gute Sache. Dann könnten schnell mal unsere Goldreserven gefüllt werden. So, was haben wir denn jetzt hier? Kleinbürger, wo Zwietracht herrscht. Eine einflussreiche Fraktion, die Kleinbürger, ist verdrossen darüber, dass sich die anderen Mitglieder gegenüber einem bestimmten Gesetz der Kirchenschulen neutral zeigen. Sie selbst unterstützen das Gesetz und haben nun den Entschluss gefasst, eine eigene politische Fraktion zu bilden, um es zur Verabschiedung zu bringen. Haben wir denn noch keine... Warte mal, Regierung... Grundbesitzer und die katholische Kirche. In der Regierung und in der Opposition haben wir Streitkräfte, Industrielle, Intellektuelle, Landbewohner und Kleinbürger. Und ich glaube, die Kleinbürger sind jetzt erst entstanden, wenn ich das richtig verstehe. Okay. Mit ihrer Unterstützung wird das Gesetz verabschiedet. Vorteilhafte Querelen. Okay. Kleinbürger erhält Mitgliederflucht für 5 Jahre.
Oder andere Leute, die katholische Kirche, strecken diesen Eigenbrötlern eine offene Hand entgegen. Erlass, Erfolgschance ist dann beim einen bei 15%, beim anderen bei 10, okay. Und hier hätten wir jetzt... Kleinbürger erhalten Mitglieder Exodus. Minus 15%, okay. Okay, das heißt, die würden dann alle zur katholischen Kirche gehen. Die Kleinbürger. Ideologie, reaktionär, meritokratisch, patriotisch. Hört sich eigentlich alles relativ gut an. Ich denke, Büroangestellte, Verkäufer, Arbeiter. Ich denke, die Kleinbürger sind durchaus fast interessanter als so die katholische Kirche. Wobei da auch sehr viele Bauern bei der katholischen Kirche sind. Wir werden mal mit der Unterstützung der Kleinbürger arbeiten. Damit haben wir jetzt eine Chance von 29%, dass unsere Kirchenschulen entstehen. Das ist schon mal eine gute Sache. Grundbesitzerwahlen haben irgendwelche Proteste gerade forciert. Okay. Kein Problem. Unsere Beziehungen steigen langsam, aber sicher. Es dauert aber noch ein bisschen, bis wir hier auf herzlich kommen, leider. Dieses schutzbedürftig kooperativ. Da sind wir immer noch nicht so weit. Das ist die Haltung, aber unsere Beziehungen, das ist immer so ein Unterschied. Eine Anzeige dafür, wie andere Länder das eigene Land sehen. Und das hier, die aktuelle Zustand der diplomatischen Beziehungen zwischen den zwei Ländern. Also es ist immer ein Unterschied, wie sie uns sehen. Das ist ja relativ herzlich sogar. Hier, schaut mal bei Frankreich. Aber da sind wir trotzdem noch weit entfernt. Bündnisse zu bilden, da bräuchten wir auch mehr Diplomatiepunkte. Und auch ein Verteidigungspakt ist übrigens auch relativ teuer, 51. Wir bräuchten 300 Diplomatiepunkte allein für den Verteidigungspakt. Ein Politiker ist gestorben. Ambrogio Benci ist gestorben. Industrieller, ein Kriegstreiber. Okay. Wichtige Info, ich mache jetzt hier zu Beginn keinerlei Krieg oder Offensiven, weil das auch sehr schnell nach hinten losgehen kann. Wenn man da nicht die jeweiligen Nationen... Das können wir vielleicht mal kurz gucken. Interessen. Kann ich bitte sehen... Wer hier alles Interessen geäußert hat, Diplomatiespiele. Ah ja, hier. Hier sehen wir, welche Länder alle in Italien Interessen haben. Das heißt, die könnten sich in Kriege einmischen, wenn wir jetzt hier irgendwie aktiv wirklich jemanden angreifen wollen. Sagen wir mal, der Kirchenstaat, den wollen wir angreifen, weil der ist uns eh feindselig gesinnt. Den werden wir vielleicht gar nicht diplomatisch bekommen können. Dann müssen wir uns vor allem mit denen allen rumschlagen. Und das sind gar nicht so wenige. Aber ich habe jetzt leider auch nicht mehr die Diplomatiepunkte. Ah doch. Ich habe jetzt wieder ein paar Diplomatiepunkte, weil wir haben mit Frankreich, glaube ich, die bestmöglichsten Beziehungen. Okay. Dann sollten wir natürlich das nutzen. So, Verteidigungspakt ist aktuell leider noch nicht möglich. Handelsvertrag ist in der Nähe. Warte mal, Zollunion beitreten. Würde das bedeuten, wir treten deren bei? Nee, das will ich ja eben nicht. Wir wollen eine eigene Zollunion haben. Das heißt, wir sollten jetzt versuchen, mit einer anderen Nation die Beziehungen zu verbessern. Entweder mit Österreich fürs Erste... Um sie erstmal eher auf unserer Seite zu halten. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Und danach mal noch mit Russland und den Briten die Beziehungen verbessern. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, wir haben einige Events, wie ich gerade sehe, zwielichtige Verbindungen. Verdrossen über einen langwierigen Gesetzgebungsvorgang, Kirchenschule, ist Clement Solaro della Margherita, das Oberhaupt der katholischen Kirche, mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er persönliche Verbindungen in den Staatsapparat nutzt. Das würden die Intellektuellen nicht sehr gut finden. Oder wir machen es nach dem Lehrbuch, dann dauert alles leider länger. Erlassungszeit. Wir machen es leider... Ich würde sagen, wir machen es nach dem Lehrbuch. Ich will jetzt hier nicht den Intellektuellen auf den Kopf schlagen, denn wir brauchen die Intellektuellen langfristig, um in die Zukunft zu kommen. Ein moderner Konservativer, das hört sich auch sehr gut an. In den Reihen einer Interessensgruppe, der Grundbesitzer, gibt es einen aufsteigenden Stern am Himmel der Politik, der für die unorthodoxe Agenda zur Abschaffung der Getreidegesetze kämpft. Oh... Ja, es kommen schon wieder die Getreidegesetze. Ein neuer Anführer für dieses unser Zeitalter. Ein Charakter erscheint in Sardinien und Piemont. Aristokraten. 5% von den Aristokraten werden radikal, was leider nicht so gut wäre. Oder Ludovico Sauli di Igliano dient den Interessen der Leute besser. Ludovico erhält Befürworter des Getreidegesetzes für 5 Jahre und verliert dann dadurch Beliebtheit. Ich habe so das Gefühl, das hört sich interessant an, wenn da ein neuer kommt, aber wir schauen mal. Wir haben noch Geheimgesellschaften. In Piemont haben sich Akademiker in verschworene Gemeinschaften zusammengetan, um gemeinsam Komplotte gegen den Staat zu schmieden, die die fehlgeleitete Sache einer Interessensgruppe der Intellektuellen voranbringen soll. Hm, das ist nicht gut. Tolerierte Geheimgesellschaft.
Oder es muss bestraft werden. Nein, ich möchte nicht, dass sie radikal werden. Wir werden das mal tolerieren. Und wem gebührt die Ehre? Die jüngsten Investitionen in Piemont in Sachen Weizenfelder haben die Frage aufgeworfen, wem die Ehre für den Investitionsschub gebührt. Doch die Meinungen dazu sind gespalten. Ja, eigentlich uns, dem König, nicht wahr? Die richtigen Leute, Grundbesitzer, verdienen die Ehre. Mhm. Mehr... Okay, das heißt, es werden mehr in dieser Fraktion Unterstützer für die Grundbesitzer werden. Oder den Landwirten gebührt die Ehre, die Landbewohner... Das ist so ein gefährliches Grüppchen, wenn die Landbewohner stärker werden. Die würde ich ungern stärken. Das ist so diese Bauernmasse, die könnte uns auch Probleme machen. Oder jemand anderem, die katholische Kirche, nein. Ich würde sagen, den Grundbesitzern gehört die Ehre. Die so ein bisschen mit diese Idee hatten. So, haben wir eigentlich mittlerweile das Problem mit der Steuerungskapazität gelöst? Immer noch nicht. In Piemont haben wir immer noch nicht genügend. Brauche ich noch ein Regierungszentrum? Das scheint fast so. Dass ich hier noch ein... Produktionsmethoden. Marktstände, Marktplätze. Das wäre aber teurer. Unbeleuchtete Straßen, Gaslaternen. Ist alles zu teuer. Personenverkehr, Staatskirche. Okay... Nicht subventioniert. Wir haben auch gerade nicht das Geld, irgendwas zu subventionieren. Modifikatoren, Beschäftigte. Ne, das bringt mir nicht sehr viel. Hier ist doch die Regierungsverwaltung. Können wir uns das mal genauer anschauen? Hui, Regierungsausgaben. Das ist ziemlich hoch. 7400. Materialkosten und Gehälter. Aber scheinbar sorgt das nicht in genügendem Maße dafür, dass diese Steuerkapazität funktioniert, oder? Beschäftigung. Also es sind auch mehr Ausgaben, als uns die Steuern einbringen. Also eigentlich ziemlich, also nicht sehr produktiv, will ich mal sagen. Erhöhte Beschäftigung. Papier ist vor allem aktuell nach wie vor sehr, sehr teuer. Also wow. Da sollten wir vielleicht nochmal gucken, dass wir noch mehr Papiermühlen bauen. Urbanisierung. Durchsatz. Hier. Plus 10 Besteuerungskapazität, aber... Es hat sich doch hier irgendwie nichts verändert. Das war doch vorher schon 22. Haben wir hier volle Arbeiter, die möglich sind? 30.000 Angestellte. 100%. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir werden in Piemont noch eine Regierungsverwaltung bauen. Diplomatiespiel hat begonnen. Oh, Osmanisches Reich in Ägypten. Staatsrückgabe. Die Osmanen wollen hier wieder Gebiete haben. Okay, das interessiert uns aber natürlich erstmal nicht. Wir wollen gucken, ob wir nochmal das Papier vielleicht doch ein bisschen erhöhen können, dass es sich lohnt für uns. Wo waren denn diese Papierfabriken? Hier. Angeblich würde das aber super viel Minus machen, was ich nicht verstehe. Was ist das Problem? Vielleicht, weil wir auch noch zu wenig Holz produzieren. Wartet mal. Wir müssen mal grundsätzlich schauen. Ich habe ja schon mal die Holzproduktion versucht zu steigern. Ja, wir haben nach wie vor einfach viel zu wenig Holz. Das ist ja schon mal die Grundlage für eine gute Papierproduktion, die für unsere Regierung wiederum wichtig ist. Demnach brauchen wir mehr Holzfällerlager. Alles klar. Die kosten aber auch wiederum Werkzeuge. Wie sieht es denn mit unseren Werkzeugen aus? Da haben wir auch zu wenige. Gut, das heißt, Werkzeuge sollten wir auch mehr produzieren. Frage, was kosten denn... Was brauchen denn die... Die brauchen auch wiederum Holz und Eisen auch noch. Tja, Eisen ist auch teuer. Leider nicht so... Alles nicht so sinnvoll, ne? Alles nicht so einfach. Wir bauen trotzdem mal eine Werkzeugfabrik in Savoyer. Und dann gehen wir zurück zum Thema Holz wenigstens. Und versuchen hier auch nochmal Gebäude zu bauen. Okay, in Savoyer würde das Holz sogar plus bringen. Perfekt, in Piemont auch. Dann bauen wir es doch da auch ein bisschen aus noch. Gesamtpotenzial in der Staatsregion. Bauen wir es mal hier noch ein bisschen stärker aus. Ich habe das Gefühl, die Produktivität ist gut. Okay, machen wir das mal. Hört sich doch gut an. Vielleicht können wir das Ganze so ein bisschen steigern, dass wir dann auch langfristig unsere Papierproduktion wieder noch ein wenig erhöhen können. Denn die ist nach wie vor auch noch ein kleines bisschen im
Keller, oder? Die Papierproduktion. Hier ist das Papier. Ja, wir verbrauchen deutlich mehr als wir. Aber wenn ich jetzt hier eben was... Ja, wir könnten in Sardinien das versuchen. Das ist nicht ganz so teuer. Mit dem Holz. Bauen wir in Sardinien auch noch eine Papierfabrik, bitte. Wie viel wird eigentlich mit einer Papierfabrik produziert? Wir haben jetzt vier... ich müsste mal vielleicht pausieren. Ich denke immer, dass das automatisch pausiert. Das ist leider nicht der Fall. Also wenn ich das richtig sehe, haben wir aktuell nur zwei Papierfabriken. Bauen eine aus. Und zwei Papierfabriken scheinen ja, relativ viel auch schon zu produzieren. Also wir könnten hier bald in einen Plus kommen. Das wäre eine ganz gute Sache. So, wir haben jetzt das Gesetz Kirchenschulen. Immerhin. Das heißt, unser Bildungszugang wird ein wenig erhöht. Und ich hoffe doch, dass das jetzt auch die Alphabetisierung ein bisschen steigern kann. Das müssen wir uns mal kurz angucken. Wir sind Rang 206 weltweit. Das ist ja absolut... Also, wie kann das so schlecht sein in Europa? Unsere Bildung. Das ist ja unfassbar. Wir generieren 52. Wie bekomme ich die 52? Durch Grundwert, durch Universität. Okay. Innovationsgenerierung. Wie kann ich das alles noch erhöhen? Zusätzlich dazu gewähren uns und die derzeitige Alphabetisierungsrate eine Technikverbreitungsrate von wöchentlich. Okay. Alphabetisierung. Aber irgendwie wird mir das nicht so ganz angezeigt. Der Bildungszugang. Ein Bonus oder Abzug auf den Bildungszugang aller Pops. Der hört sich also erstmal relativ gut an, würde ich sagen. Wir müssen natürlich schauen. Okay, haben wir noch ein weiteres Gesetz, was wir in Zukunft noch ändern können? Es will immer noch keiner das Kolonialamt. Oder was ist unser Problem? Nicht teilen. Ah, ich brauche hier, glaube ich, dann auch noch eine Technik. Wenn wir den Nationalismus erforscht haben, könnten wir das gucken. Wir haben zwar schon die Kolonisierung. Wobei, durch die Kolonisierung müsste ich eigentlich... Genau, entsperrt... Das Gesetz. Also eigentlich müsste ich die Gesetze schon machen können. Und Chinin ist dann nur noch eine Unterstützung. Daran liegt es also wirklich nicht. Wieso können wir kein Kolonialamt machen? Gleichgültig. Also koloniale Umsiedlung nicht Teil unserer Gesetze. Es muss mindestens eine billigende Interessensgruppe in der Regierung geben. Oder eine aktuelle Protestbewegung es unterstützen. Und scheinbar... Also es gibt jemanden, der es unterstützt. Wer ist denn das? Die Streitkräfte. Frage, könnte ich jetzt nicht hier in die Regierung mal noch die Streitkräfte mit reinbringen? Wann könnte ich denn die Regierung reformieren? Kostet mich das was? Ich scheine das ja machen zu können. Dann würde ich jetzt doch gerne mal die Streitkräfte... Die sind gegen Verbrauchssteuern. Das gefällt mir nicht. Aber sie sind eben für... Sie sind auch gegen Polizei. Berufspolizei, Militärpolizei. Ja, okay. Wo ist denn hier das Kolonialamt? Sie sind doch fürs Kolonialamt. Hier. Haltung gegenüber Kolonisieren, neutral, kein Kolonialamt. Billigen, koloniale Umsiedlung und Kolonialamt. Ja, genau. Dann würde ich doch gerne mal... Sie sind auch zufrieden. Die Streitkräfte... in die Regierung packen wollen. Das senkt leider meine Legitimität. Wegen der Größe der Regierung. Ich verstehe. Die Frage ist, macht das jetzt Sinn, die katholische Kirche rauszudrängen? Wir wollten ja eigentlich auch öffentliche Bildung haben, dass wir unsere Bildung nach vorne bringen. Das heißt, eigentlich müssten wir sogar die Intellektuellen wahrscheinlich uns holen, oder? Was haben wir denn hier an wichtigen Punkten? Neutral bei Monarchie ist also in Ordnung. Billigen Klassen, das brauchen wir alles nicht. Hier, sind für öffentliche Schulen. Wollen aber auf jeden Fall keine Kirchenschulen. Jetzt haben wir natürlich völlig umsonst dann schon das Gesetz gemacht. Was wäre, wenn ich jetzt noch die Intellektuellen mitnehme? Das würde die Legitimität in den Keller setzen. Und wenn ich aber die katholische Kirche wieder wegschaffe, dann würde es gehen. Die Grundbesitzer möchte ich jetzt ungern rauskicken. Was ist mit öffentlicher Krankenverwaltung? Richtig. Da ist, glaube ich, keiner von denen irgendwie dafür oder dagegen. Kann das sein? Was ist mit Krankenverwaltung? Staat und Kirche?
Das würde jetzt natürlich schon einiges umstülpen. Das wäre wichtig zu wissen. Ich würde aber auf jeden Fall gerne kolonisieren wollen. Deswegen wollen wir das jetzt schon mal angehen. Bürokratie. Gesetzeswider Wirtschaftssystem. Handelspolitik. Es würde auf jeden Fall mehr Radikale dadurch geben. Vielleicht sollten wir erstmal eins nach dem anderen machen und nicht so schnell solche Änderungen forcieren. Was wäre, wenn ich jetzt nur die Streitkräfte mir hole fürs Amt? Ach, ich würde aber trotzdem Radikale bekommen. Wenn ich jetzt die katholische Kirche wieder zurückhole, dann würde es keine Radikalen geben. Aber unsere Legitimität sinkt, wegen der Größe der Regierung. Okay. Verstehe. Aber das können wir doch bestimmt wieder in den Griff bekommen. Und wir hätten keine zusätzlichen Radikalen, weil ich die katholische Kirche gleich rausschmeißen würde. Genau. Dann machen wir es jetzt erstmal so. Wir holen uns die Streitkräfte in die Regierung. Ja, wir haben da eine größere Regierung. Aber wir werden bei Gelegenheit dann noch die katholische Kirche vielleicht gegen Intellektuelle austauschen, dass unsere Regierung auch etwas weltoffener wird. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu schlimm ist mit der Legitimität. Das beunruhigt mich jetzt etwas, aber hoffen wir mal das Beste. Und dann jetzt bitte Politik, Gesetze. Ja, sehr schön. Und zwar koloniale Umsiedlung. 14% Chance. Ausbeutung möchte ich gar nicht, sondern ich möchte vor allem... Weil das Kolonialwachstum ist für alle eigentlich gleich, nicht wahr? Sollten wir dann vielleicht sogar die Kolonien eher ausbeuten? Subsistenzausstoß und Anfangsgehälter sind reduziert. Das wäre sogar wirtschaftlich für uns besser. Hier wäre einfach eine Migrationsanziehung höher, aber die könnten natürlich auch von uns wegwandern. Deswegen könnten wir auch einfach mal auf koloniale Ausbeutung setzen. Fürs Erste. Versuchen wir die koloniale Ausbeutung zu erreichen. Und versuchen wir in Afrika damit Fuß zu fassen und vielleicht die ein oder anderen Kolonien zu erreichen. Frankreich hat hier schon erste kleinere Kolonien und Portugal ja sowieso schon größere. Okay, dann war es das, würde ich sagen, erstmal wieder mit dieser Folge. Wir sind gut vorangekommen, die Wirtschaft sieht ganz gut aus. Wir können uns aber noch nicht so weit nach vorne setzen, aber wir haben jetzt schon, wir haben schon sehr viele herzliche Beziehungen. Das heißt, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir unsere Zollunion vergrößern können. Das gibt uns auch mehr Wirtschaftskraft, mehr Wirtschaft macht. Es geht also voran und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schaut auch gerne in meine anderen Projekte rein, meine anderen Videos wie das Tutorial-Video oder die Erklärung, wie ihr Deutschland gründen könnt oder in meine Twitch-Livestreams zum Beispiel mit Portugal oder weitere Projekte. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Gaius Julius Caesar.